Schön, dass ihr wieder dabei seid. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Erichs kulinarisches Erbe und heute machen wir stolzen Heinrich. Was ihr für dieses Rezept braucht, seht ihr hier. Auf jeden Fall Bratwürste, wie auch immer diese geartet sind, Senf, Salz, Pfeffer, Kümmel, Zucker, Wasser, Butter, Margarine, Essig, Zitrone, bisschen Weißwein, Schwarzbrot oder Mehl. Klingt nach einer komischen Kombination, schmeckt aber richtig gut. Ich konnte es selber fast nicht glauben, nachdem wir das probiert haben. Als erstes müssen wir unsere Bratwürste mal scharf anbraten, dass sie ein bisschen Farbe bekommen. Hier sieht man's. Und ja, dann gießen wir das Ganze schon mit unserem Wein und Wasser auf, und zwar in dem Verhältnis 3:1, das heißt drei Teile Wasser und ein Teil Wein dazu. Nehmen die Würste aus der Flüssigkeit heraus und dann zerkrümeln wir unser Schwarzbrot. Alternativ dazu, wenn man das nicht hat, kann man auch Mehl verwenden, geht natürlich auch. Aber wir haben hier das klassische Schwarzbrot verwendet. Das Gericht ist auch schon sehr, sehr viel älter als die DDR, also geht auch schon ein bisschen weiter zurück. Aber nichtsdestotrotz, ja, hat man es halt auch in der DDR gemacht und deswegen wollten wir auch dieses Rezept mal vorstellen. Es gibt natürlich da dann auch verschiedene Varianten, die sich über die Jahre oder Jahrzehnte, muss man ja sagen, auch verändert haben. Dann kommen noch ein paar Gewürze dazu, sprich Salz, Pfeffer, Zucker, Kümmel, Senf, wird alles schön verrührt. Und damit es auch ein bisschen süß-säuerlich wird, auch ein Schuss Essig mit rein. Und dann muss das Ganze einmal ordentlich schön aufkochen, bevor unsere Bratwürste dann wieder zurückkommen in den Topf. Und das Ganze garnieren wir nicht nur aus, sondern das gibt auch noch eine geschmackliche Note, natürlich auch noch mal ein bisschen Säure von der Zitrone, die wir noch dazu geben. Also wer es süß-sauer mag, für den ist es genau das Richtige. Am Ende vielleicht noch mal ein bisschen mit ein bisschen Wein ablöschen. Und dann ist es eigentlich auch schon fertig. So kann es dann serviert werden, zum Beispiel traditionell mit Kartoffelpüree. Und ich kann es nur wiederholen, ich konnte es mir nicht vorstellen, aber wirklich sehr, sehr lecker. Das war's schon wieder von uns. Vielen Dank fürs Zuschauen für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt es uns doch mit einem Daumen nach oben. Ansonsten lasst es eben bleiben. Alle Rezeptangaben zu diesen und allen anderen Rezepten, die wir vorgestellt haben, findet ihr auf unserem Blog www.erichserbe.de. Schaut da gerne mal vorbei. Und hier noch zwei Rezeptvorschläge, die wir auch schon mal gemacht haben. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss.